Komm mal in hier, mir wie geht, yo Pike, scheiß auf you, Alter. Mach dich fertig, du, Hurensohn, Alter. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. We've got a robbery in, Grande Sonora Desert. Ein und freier Einstieg für eine Folge. Schönen guten Tag, Leute. Wir sind unterwegs als Sheriff. Ich habe wieder dabei eine Kollegin. Kurz den Caller dann nehme ich, dass wir den verpassen. Ist nicht ein neuer. Hallo, sage ich. Boah, Alter, wie Mist. Du bist aber ein Beast, ne? Beast. Oh, scheiße, wo fahre ich denn wieder lang? So, passt mal auf hier draußen. Wir haben wieder neue Callers geladen. Das heißt, es könnte natürlich wieder sein, dass ihr irgendwie alles abkackt. Ich hoffe es natürlich nicht. Wir haben eine Robbery einer, eines Süßigkeitenladens oder eines, was weiß ich, Sexshops. Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht aufgepasst. Auf jeden Fall schon mal ein großes Dankeschön für den ganzen Support der Folge gestern. Verpiss dich, Auto. Und die Leute, die draußen im Livestream immer mit dabei sind, Daumen nach oben von mir mal an euch. Also vielen herzlichen Dank. Ihr seid eine grandiose Community. Denkt bitte auch dran. Mich gibt es auch auf Twitch. Dort heiße ich ReifingerTV. Da kann man mir folgen. Da bin ich schon, oh Gott, Partner seit, ich glaube jetzt über 15 Monaten, man kann das subscriben. Es gibt Spenden, es gibt Mucke, etc. pp. Nur so zur Info. Also da geht auf jeden Fall auch die Party ab, schaut mal vorbei. So, hier geht hoffentlich auch die Party ab. Und zwar sind wir hier bei der The Robbery. Bin sehr gespannt. Im Übrigen, how nice is this fucking thing looking out hier, ne? Guck mal, wie nice ich aussehe heute. Meine Kollegin hat leider nicht so geile Sachen an. Pass mal auf, wo bist du denn, Kollegin? Ja, gut. Okay, sieht so aus, als würde der drin ziemlich eskalieren. Hört ihr das? Komm mal in hier, mir geht, yo big, scheiß auf you, Alter. Mach dich fertig, du, Hurensohn, Alter. Gelungener Einsatz, würde ich sagen. Nachladen. Kollegin, wo bist du? Warum schießt du nicht auf die, Gangster? Was ist da los? Warum denn nicht töten die Gangster? Habe ich den Granaten dabei oder so? Nein, schade. Habe ein Sturmgewehr, ne? Hey Kollege, was ist da los? Hallo Kollegin, magst du mitspielen? We've got a criminal resisting arrest in Grande Sonora Desert. Voll die krasse Schießerei hier im Laden. So, bist du jetzt auch mal hier mit am Start. Kollegin, super gemacht, wirklich. Ich bin absolut überzeugt. Danke für diesen heroischen Einsatz. Unglaublich. So, guten Tag. Ist da jemand? Ist der Shop-Owner noch? Lebt er noch? Guckt euch mal die Kohle an. Überall Cash, Cash, Cash. Hat da keiner gesehen? Wer mit? Oh. Oh mein Gott, wo ist mein Kopf? Puh, oh, dachte schon. Jesus Christ. Wenn das jetzt mal nicht ein super Einsatz war, kommst du hier rein. Hallo, magst du jetzt mal reinkommen? So, wir rufen mal hier the EMS, würde ich sagen. Oh cool, ich habe gleich zwei gerufen. War nicht schlecht. Und zwar die Feuerwehr. Hallo. Grande Sonora Desert. Officers report a civilian shot. We've got multiple injuries. Dispatch units from Sandy Shores. Units respond code 3. Geht er ab hier, auf jeden Fall. Hey, was macht ihr da? Was machen wir mit der Auto? Scheiße, Feuerwehr. Danke. Super, super gemacht. Steh auf euch. Ich bin über... Schnell weg hier. Wir haben Traffic Alert für Carjacking. An das Tat, jetzt ziehen wir uns mal rein. Und zwar Autodiebstahl. Der Rest kommt hier schon irgendwie klar mit dem Überfall. Denke ich mal zumindest. Oh. Da hat es mir doch glatt die Callouts zerrissen, Leute. Wie ich schon am Anfang erwähnt habe, vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Wir müssen mal gucken, welche Callouts funktionieren, welche nicht. Das ist leider gerade ein bisschen Lotto spielen. Und die ganzen älteren Callouts, die ich installiert habe, sind wirklich Glückssache, ob sie funktionieren oder nicht. Attention, this is dispatch. We have public intoxication on Route 68. Unit respond code 2. Okay, public intoxication bedeutet so viel wie in der Öffentlichkeit wird gesoffen. Wir sind ja Offroad-mäßig unterwegs, deswegen fahren wir auch mal quer durch die Pampa. Warum habe ich sonst so eine geile Sheriff-Karre? Wow, easy, easy mit den Pferden hier. Auch wenn ich hier so ein bisschen im Back-County bin, ja. Muss ja nicht gleich hier völlig ausrasten. Es ist ein bisschen wie ein Bullenritt hier mit diesem Fahrzeug zu fahren. Ansonsten, wenn euch die Folge gefällt, denkt dran, könnt ihr gerne den Like-Button umarmen. Ja, der mag das auch, umarmt zu werden. Aber jetzt umarmen wir erstmal die Person hier vorne. Vorsicht, stehen bleiben! Ich bin voll krass drauf. Fucking Pick. Na, na, na. Hallo, guten Tag. Ich bin Ihr Freund und Helfer von der Polizei. Haben Sie ein Problem damit? Hallo, du da. Bist du betrunken? Freeze! So, würde mir gerne Ihren Personalausweis sehen. Der ist eigentlich total, guck mal, das ist total handsome. Das sieht zwar aggro aus, aber John Bunnell. John, pass mal auf. John, du, John. Ich werde jetzt mal ganz kurz hier deinen Namen eingeben. John Bunnell mit Doppel-N und Doppel-L. Ganz wichtig. Und dann gucken wir mal, was so vorliegt. Ne, John? Guck mal, ist doch alles in Ordnung bei dir. Warum fühlst du dich denn so auf?
Ich würde sagen, wir checken mal kurz deinen Alkohol und deinen Drogen. Wir machen einen Test, das meine ich. Genau, reinschnupfen das Ding. Hast du kein Problem mit, guck mal, ist negativ, super. Und jetzt nochmal hier ein bisschen auf Alkohol testen. Na, puste, 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 puste. Oh, guck mal, John, jetzt pass mal auf. Du bist leicht angesoffen, ja, wenn man das mal so sagen darf. Ich an deiner Stelle würde jetzt nach Hause gehen. Da du anscheinend nicht alleine gehen kannst, ja, deswegen wurden wir gerufen, ruf den Taxi. Ist okay für dich? Okay, warte mal, kriegst erstmal eine Warnung hier. Ja, pass mal auf, du darfst du nicht hier rumhängen. So, und jetzt kriegst du ein Taxi. John, das ist doch super, oder? Das ist eine super Geschichte hier. Ich als Sheriff und du. Warum rede ich denn bayerisch? Was ist da los mit mir? Ich sehe schon, der alles, Grattler kommt wieder durch mich durch. Übrigens, am Ende dieser Folge, heute in der Endcard, habe ich mal 2 Folgen altes Live verlinkt. Das bedeutet, wenn ihr da draufklicken könnt, schaut euch mal die Folgen an und schaut bitte oder sagt mir bitte, ob euch das gefällt. Weil die sind super witzig, da habe ich mir auch so viel Mühe gegeben und wir hatten damals einen mega Spaß in Arma. Und jeder, der so ein bisschen mal über den Tellerrand rausgucken möchte von LSPD und GTA, schaut euch mal bitte diese Folgen an und lasst mir einen Kommentar da. Das wäre für mich super, super wichtig, damit ich sehe, ihr habt doch drauf geguckt und guckt euch die Folge an und sagt mir, ob ich das wieder machen soll. Ihr seid das Publikum, ihr entscheidet und ich entscheide, dass wir jetzt wieder einsteigen, nicht wahr, Kollegin? Und dann holen wir es mal nächsten Callout. Blablabla. Wir sind mal wieder ein Stückchen rausgefahren, sind jetzt hier an der Great Sonora Desert Road in Blaine County und die Kollegin ist leider nach Hause gegangen, der war nicht gut, die hat Unterleibsschmerzen bekommen, deswegen RIP, Kollegin. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. We have a 1099 in Grande Sonora Desert. Guck mal, ein Traffic Stop Backup, so eine Kacke mach ich nicht, Mann. Ich bin voll hier SWAT Sheriff, Mann. Ich bin voll ausgerüstet wie die letzte Kampfmaschine. Ich helfe doch nicht bei so einer Routineverkehrskontrolle. Brennst du oder was, ey? Ha, Fight in Progress, das klingt schon mal viel besser. Wo ist der Fight, Mann? Ich hau euch weg, Mann. Ich klopp euch die Köpfe ein, ey. Ich bin SWAT, Mann. Ich bin Sheriff. Ich bin, übrigens habe ich einen sehr geilen Skin, finde ich. Link wie immer in der Videobeschreibung. Ist wieder ein SWAT-Callout-Skin. Deswegen heißen die Folgen auch so, nicht wundern. Wir haben natürlich gleich am Anfang eine Schießerei gehabt, so wie sich das gehört. Ich werde aber auch wieder... guck mal, hier mitten auf der Straße. Ladies! Ladies! Hört sofort auf mit der Schlägerei hier. So, da hast du davon. Nein, hör auf da reinzuhauen. Hör auf da reinzuhauen. Runter auf den Boden, runter auf den Boden, runter auf den Boden. Hör jetzt auf da reinzufotzen, ey. Alle stehen bleiben, schön stehen bleiben. Runter auf den Boden. Runter auf den Boden. Runter, du auch auf den Boden, runter auf den Boden. Ladies, was ist los mit euch? Guck mal hier, was ist denn los mit euch? Ich bin hier, ich bin voll der nette Police Officer, ja? Aber no, no, fuck you, Alter, no fucking way. Du bist doch nicht da wirklich drüber gefahren, so wie die Ladies, oder? Du auch runter auf den Boden. Das war ja ein Anschlag. Das ist ja fast ein Mordversuch. Was geht denn ab mit dir, Alter? Spinnst du völlig? Brennst du, sag mal? Alles klar, Leute. Support. Schnell abspannen hier den Kram. Zack. Attention all units, medical aid requested in Zancudo River. Officers report a pedestrian struck by a vehicle. Dispatch units from, voll übel, Leute. Voll übel, Mann. Kommt schneller her, Leute. Kommt schneller her. Ich muss jetzt leider herporten und sterben die. Auf geht's, Leute. EMS, Feuerwehr, schnell hierher. Hier liegen sie, die Damen. Achso, die sind ja, die habe ich noch fest. Halt, die lebt ja noch. Jesus Christ, hast du ein Glück, ey. Du bist festgenommen, Mann. Aber du hast echt ein mega Glück, dass du dich überfahren wurdest von dem Freak da vorne. So. Mal bitte auf die Knie, Lady. Halle auf die Knie. Da stellt sich sonst noch nicht so an. Ah, Mann, du mach mal hier klar, die Lady. Die wurde vom Auto überrollt, ist aber trotzdem noch festzunehmen. Bitte nicht wundern. So, sie sind auch festgenommen, weil sie ein Vollarsch sind. Das geht ja gar nicht klar. Anthony, wie kannst du nur? Assistance needed for a suspect placed under arrest in Zancudo River. Copy that, dispatch. Und ich sollte vielleicht mein Police Radio auch hier meinen Namen einsetzen. Im Übrigen, ja, ihr kennt ja schon, glaube ich, ihr kennt schon den neuen Tow Truck, den ich installiert habe. Finde ich super cool. Böse Frau. Böse Frau. Du. So. Da werden sie jetzt abgeholt. Guck mal, du setzt dich auch mal bitte am Boden hier. Ja, aber gab, ey. Mach mir die Hand her, Alter. Ja, bin ich mir das Gesetz. Wow. Boah, Alter, dieser Feuertruck. Are you kidding me, Alter? Warum musst du jetzt hier rückwärts fahren? Seid ihr eigentlich total... Nein, was machst denn du? Alter, setz mal deine Scheiße... Oh, Alter, wirklich? Jetzt fahren die auch noch rückwärts. Guck mal, der EMS. Was ist denn? Ist heute Rückwärtsfahrday angesagt, oder was? Jetzt haben wir die Barriers weggemacht. Vielleicht fahren sie dann normal. Und, oh, jetzt fährt er da wieder drüber. Oh, der Toter kommt auch noch. Alles klar. Alles klar. Ich gehe mal auf die Seite. Das ist mir ein bisschen zu heiß gerade hier alles. Alter Feuerwehrtruck. Den, das nächste Mal nehme ich den fest, ich sag's euch. Genau, und schön hier immer über die...
nicht euer Ernst, oder? So, passen Sie mal auf. Ich nehme Sie mal mit. Ist mir ein bisschen zu heiß hier. So, Sie kommen mit. Genau, schöner Boden. Das finde ich auch super. So, dann setze ich mal in mein Auto rein. Sehr geil. Und einmal Rinder. Komm. Warum machst du nicht da rein? Komm, stell dich jetzt nicht so an. Ja, die mag irgendwie nicht, wenn sie kniet, kann ich die... Hat die Leiche gerade was gesagt, oder was? Das war der Vogel da oben, oder? Das wäre auch geil, stell dir mal vor, da würden Geier kommen, die Leiche wegpicken. Und jetzt bitte gehen Sie mal da rein, da habe ich gesagt, da rein, da! Da rein, oh, Tante, ey! So, rinn in die Karre! Mit dir! Na, also, warum nicht gleich so, hä? Milady! So, habe ich einen Corona-Service schon gerufen? Sieht nicht so aus. Ja, RIP, wir haben es versucht. Fahren Sie bitte weiter, gibt's nichts zu sehen. Die Frau wurde nur von einem anderen Auto überfahren und ich war davor daran schuld. So, der Corona-Service ist da hinten, wunderbar. Die Lady sitzt so im Auto. Über uns fährt ein Zug entlang. Style-O-Mart, Alter. So, Calculate Route zum nächsten Jail. Die stehen natürlich genau hinter mir. Vorsicht, Vorsicht. Boah, rennt doch nicht gegen das Auto. So, die haben es im Griff. Wir fahren mal zurück zum nächsten Knast. Attention, this is dispatch. Citizens reporting a suspicious vehicle in Zancudo River. Wir haben noch ein suspicious vehicle. Das nehmen wir noch mit, Leute, bevor ich die Tante in den Knast fahre. Diesen Callout hatten wir nämlich auch noch nicht. Der ist ein zwar von einem älteren Callout-Pack, aber neu, aktuell bei mir auf dem Kanal. Hallo Jungs, könnt ihr mal bitte aufhören, da rumzustehen? Suspicious vehicle könnte auch, When finished, you can end the callout by pressing a control key. Investigate the scene and get the vehicle off the street. Tja, könnte da eine Bombe drin sein, Leute? Ich meine, ich bin der SWAT, ne? Man weiß ja nie. Ich investigate mal. Hallo, ist da jemand? Hallo, guten Tag. Gehört Ihnen? Hallo, ist hier jemand der Fahrzeughalter? Hallo, sind Sie angeln vielleicht? Mann. Was ich nicht alles als Sheriff SWAT mit dir hier machen muss. Nee, ist keine Angeln. So, dann überprüfen wir das Fahrzeug nochmal. RIP, wenn ich gleich in die Luft gehe. Wow, was hat der denn mal? Ja, ich krieg immer... Ich hab grad voll die Gänsehaut bekommen, nur wegen diesem Geräusch. Wow, die Jets sind awesome. Habt ihr es gesehen? Ja, den lassen wir aber abschleppen. Da sitzt keiner drin, da ist nichts los. 4, 6, Edward, 5, 7, 2, impossible stolen vehicle. Alles klar, Fahrzeug ist als gestohlen gemeldet. Wir haben es der Zentrale durchgegeben. Ich habe den Tow Truck gerufen. Besser kann es ja gar nicht laufen. Leute, ich bringe jetzt mal die Tante zurück in den Knast. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Weiterhin wünsche ich euch viel Spaß auf meinem Kanal. Würde mich tierisch freuen, wenn ihr mal auf Facebook oder Twitter vorbeischaut und mir dann ein Follow da lasst. Ansonsten ein Like ist immer gerne gesehen und eure Kommentare. Ich freue mich jedes Mal drüber. Im Übrigen ganz am Ende, wer noch bis da geguckt hat, schaut bitte die Endcard an, ne? Altes Live und sowas. Auch als alles Grotter Sack gegrüßt, meine Freunde. Ich bin der Polizist und es macht da mega Spaß. Macht's gut, bis dann. Ciao. Yeah.